ist der Alex mal ein Nasenpiercing mit Ring, Titan 1,2. Wir haben gerade schon überlegt, ob wir Gold nehmen oder eben Roségold oder doch Silber. Starten wir mit Silber mal los. Ja, wehtun, also es ist ein leichtes Pieksen. Ja, ja. Ich tue mal markieren. Und danach brennen wir das nochmal weg, aber wenn ich die Zähne halt wahrscheinlich nicht, oder? Also, sagen wir mal so, wahrscheinlich, genau. Also, wir wollen die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, positiv. Das heißt, wir wollen mit Pondolin Spray und hier mit den Pflegeprodukten dazu beitragen, dass es sich nicht entzündet. Wenn kann ich kommen, ja. Wenn kommst du vorbei. Aber die Wahrheit ist, die wer mit Pondolin Spray und hier gut pflegt, mit den Pflegeprodukten von uns, der hat zu 90% kein Problem. Okay. Also das muss man wirklich einfach sagen. Deswegen würde ich jetzt dieses Wenn, sehe ich jetzt als verschwindend gering. So, ist dann der Ring, Schmuck, steril, ganz frisch. Also es kommt ganz selten vor. Und wenn es vorkommt, dann kommen wir zu mir, weil manche Leute machen den Fehler, dass sie dann Onkel oder Dr. Google fragen. Ja. Und dann kriegen sie 1000 Ideen, dann machen sie irgendwelche Sachen. Dr. Google ist generell eine Scheiße. Ja, ja, und dann heißt es, okay, dann kommen die Leute zu mir und dann sage ich, warum bist du nicht gekommen? Ja, ich habe halt gedacht, dass, und das bitte nicht. Also wenn das ist, ich bin sehr schnell therapiert. Vom Schmerz her, Alex, es ist ein leichtes Pieksen. Alles gut. Kennst du das vom Augenbrauenzupfen? Dann hast du mal an Nasenhaar oder Barthaar gezupft, ja, mit der Pinzette. So fühlt sich das in etwa an. Okay. Ich würde mich freuen, wenn du die Brille kurz runter machen kannst. Das wäre super. Ja, und dann hauen wir mal rein. So, Augen kurz zumachen. Lehn dich kurz hinten einfach an. So. Das ist ein Metallrohr, nicht erschrecken. Das spürst du in der Nase drin. Das war der Stich. Fertig, schon geschaffen. Ja, schön ist es nicht. Ich habe gesagt, ich bin kein Friseur. Beim Friseur bist du auch nicht so oft, ne? Machst du es nicht selber? Nein. Ist gar nicht so leicht. Kann ich dir letzte Reihe nehmen, kannst du so eine Glatze selber zu schneiden. Hinten auch, ne? Das ist. Da brauchst du schon einen Profi, ne? Da man sich dann echt auch sehr schnell verletzen kann. So, ich tue jetzt mal einmal kurz da einsetzen. Nicht erschrecken, das zieht man einmal. Habe ich schon gesagt, dass Männer ein G mehr haben. Wir merken Schmerz mehr als Frauen. Unglaublich, ne? Ja. Aber es ist wirklich so. So. Kann ich es angreifen oder nicht angreifen? Es gibt eigentlich keinen Grund. Ich würde es mir auch gar nicht angewöhnen. Ja. Man kann es ein bisschen vorschieben. Das kann ich jetzt machen. Ich finde es sehr schön. Steht dir gut. Mhm. Aber mir ist wichtig, gewöhnst. Also du könntest hingreifen natürlich, aber lass es bleiben, weil deine Hände jetzt nicht desinfiziert sind. Ja. Und wer sich halt angewöhnt, alle 2 Minuten so zu machen, ja? Der hat auch Arzfatzbakterien. Ich finde das immer wirklich cool, was ihr irgendwas. Weil ich finde dann too much. Und die goldene Brille und Gold ist too much, ist das dann, ja? Ich find's cool, aber schaff du, da hast du 6 Wochen Zeit. Also mir jetzt Gold auch gefallen. Aber ja, mal, alles in Gold, ich bin zu. Du kannst ja später auch selber wechseln. Ja. Also dann sagst du, bist später geübt, dann machst du es auch selber. Dann sagst du, gehe ich mit Gold, dann gehe ich Gold, dann gehe ich mit Schwarz. Du kannst auch Schwarz, das ist auch so spiel cool. Mhm. Kann man später machen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ja? Wie war es jetzt vom Schmerz? 1 bis 10, was würdest du sagen? 5. Ja, das ist gut. Ich bin Schmerz empfindlich. Ja, du, wir Männer sind es eher. Also, das ist ja ganz Frauen, da muss man schon sagen. Also, wenn man hier die Videos anschaut, sieht man schon, dass die Männer. Frauen müssen Kinder kriegen, das ist natürlich. Richtig, genau. Das brauchst du. Ja. Erster Schritt: Hände waschen, Hände desinfizieren. Zuerst Pondolin Spray nehmen. Einfach 2 Sprühe außen, Sprühe innen. Einfach einmal sprühen. Ja. Zur Nasenbrühe innen. Ja, also außen sprühen und innen auch in die Nase rein. Dann nimmst du eine Küchenrolle. Ja, mach nur Küchenrolle, kein Klopapier. Ja, genau. Und keine Wasserstäbchen. Küchenrolle feucht machen. Außen innen feucht mit kurzen Lippenspray. Ja, okay. Und dann putzt man einfach das Piercing hart. Innen drin, es sammelt sich immer wieder das Schmotter, das Sekret. Dass es nicht so ankratzt oder also das trocknet so richtig an, dann muss es runterkratzen, das ist ein Scheiß. Ja, ja. Also gleich immer den Schmotter aus der Nase putzen. Ja. Und dann das Gel drauf tun, Tropfen außen und Tropfen innen. Ich würde es auf den Finger geben und den vom Finger her auftupfen und den Ring sanft bewegen. Wie oft? 3 Wochen 2-mal am Tag und dann 3 Wochen 1-mal am Tag. Okay. Das ist 6 Wochen am Stück. Und in 6 Wochen sehen wir uns hier, dann mache ich die Kontrolle, schauen, ob alles passt, dann entscheiden wir, bleiben wir bei Silber, gehen wir auf Schwarz, gehen wir auf Gold, Roségold oder was auch immer. Okay? Gut. Hat mich gefreut. Danke. Ich hoffe, du warst zufrieden. Danke dir, danke euch fürs Zuschauen, das war der Alex. Hast du.